Das ist die Geschichte von Fluffy. Von Fluffy, der zappligen, flinken kleinen Eidechse. Sie flitzte mit ihrer Mutter an lächelnden Blümchen vorbei und summt ein munteres, fröhliches Lied. Ja, ja, lies die spannenden Stellen vor. Da plötzlich wurde Fluffys Mutter von dem Jägersmann Dino Grünrock gefangen und der steckte sie in eine Büchse. Ach, Fluffy war sehr traurig. Fluffy war sehr wütend. Aber was konnte die kleine Eidechse schon tun? Zum Glück kannte sein Freund Willi das Wiesel einen, der für 50 Scheine sogar einem Jäger eine Falle stellte. Ja! Hey, Ethel, hör mal. Geht's ein paar Takte leiser? Ich will jetzt nämlich in Ruhe Fernsehen. Aber ich hab's gern, wenn Oma mir vorliest. Earl, wenn Mutter dem Baby was vorliest, ist das viel wichtiger als dein Fernsehen. Ist es wahr? Das ist zufällig eine mächtig wichtige Fernsehsendung. Seien Sie dabei, wenn es wieder heißt, super schwer, nicht hochheben. Das wird wieder was geben. Ich hab's immer zum Schieflachen, wenn die Typen voll schwere Sachen schleppen müssen. Stimmt. Unsere versteckte Kamera war dabei, als Vater und Sohn eine Art Duett spielten, das wir Vorspiel zum Schmerz nennen wollen. Sehen Sie selbst. Pass auf, mein Sohn, der Trick dabei ist, man muss immer tief in die Hocke gehen. Ja, Papi, klar. Eins, zwei, drei. Oh, Smarsch. Oh. Hat er eben wirklich gesagt, was ich verstanden habe? Papa, du hast eben Smarsch gesagt. Stimmt, wieso nicht? Wir sind doch nicht im Fernsehen oder sowas, hä? Ach, du lieber Smarsch. Darf man denn sowas im Fernsehen einfach sagen? Nein, das ist ja der Witz daran. Hat mir Spaß gemacht. Das war nicht spaßig. Über sowas lacht man nicht. Mama, die haben schmutziges Wort im Fernsehen gesagt. Solche schmutzigen Ausdrücke will ich in meinem Haus aber niemals hören. Smarsch! Was habe ich gesagt? Da, wer noch? Wir benutzen dieses schlechte Wort nicht. Warum? Weil es ein sehr übles Wort ist. Warum? Weil es schrecklich schmutzig ist. Warum? Frag die Mama, die sagt's dir. Warum? So nennt man nämlich die Unterseite vom Schwanz. Und weil der Schwanz auf dem Boden schleift, wird er schmutzig. Und deshalb ist es ein schmutziges Wort. So ein Wort sagt kein anständiger Dino. Warum? Weil's schlimm ist deshalb. Und es gehört auf gar keinen Fall ins Fernsehen. Ach, Frank, nun mach mal einen Punkt. Meinst du, die Dinos sind so super empfindlich, dass sie von so einem klitzekleinen Wort, das irgend so ein Volldussel im Fernsehen sagt, tomatenrote Ohren kriegen? Erstmal habe ich geglaubt, ich hätte vielleicht verbogene Ohren, als ich da plötzlich das Wort Smarsch aus dem Flimmerkasten höre. Ja, aufgenommen. Und mir bestimmt schon tausendmal angesehen. Und ich musste so lachen, dass ich dachte, ich platze gleich. Zink hereinkommen, aber sofort! Oi, oi, oi. Wer hat gehört, dass wir gelacht haben? Er will nicht, dass wir uns amüsieren. Kann er überhaupt nicht leiden. Mhm. So ist es. Hier bin ich, mein Chef. Die Oberbosse haben einen wichtigen Beschluss gefasst, der Sie angeht, Sinclair. Oh, wie überraschend und was für ein Pech, dass die an mich gedacht haben. Von heute an gibt es ein nagelneues Lohnsystem, damit ihr vollgefressenen, lahmen Pappdinos endlich mal arbeitet. Was für ein Lohnsystem? Ich hatte den Vorschlag gemacht, dass man euch so lange die Mittagspause streicht, bis euch die Schuppen scheppern. Doch das wurde abgelehnt. Ein Jammer. Erstaunlicherweise haben Sie in dieser Woche viel mehr Bäume umgeschubst als Ihre schneckenlahmen Freunde. Deshalb kriegen Sie ein Geschenk von mir. Ui. Ein Golfball? Nein, was anderes. Ah! Hier. Aber nicht übermütig werden. Oh, was für ein Schatz. Vielen lieben Dank, Chef. Donner, Dino, mir fehlen die Wörter.
Meine Frau und ich, wir wollten schon lange sowas. Das ist doch bloß eine Heftklammer. Ich weiß, aber ich sehe darin so viel mehr. Für mich ist das eine Klammer der Ehre. Oh nein, mehr als der Ehre. Eine Klammer der Gnade, der unverdienten Gnade. Eine Klammer, die man... Ach, verzeihen Sie bitte, störe ich vielleicht bei irgendwas? Ja, Ihr Mann versucht gerade einen Satz zusammen zu basteln. Du hast heute Morgen dein Essen vergessen und da sind wir mal schnell vorbeigekommen. Oh, vielen Dank, Fren. Stell dir vor, Herr Ritchfield hat mich ausgezeichnet. Wirklich? Ist das nicht nett vom lieben Herrn Ritchfield? Ja. Marsch! Was hat er eben gesagt? Es klang wie Max. Ja, Max. Er kann nämlich noch kein X sprechen. Er hält Sie für seinen Onkel Max. Max heiße ich aber nicht. Ich weiß, aber rührt es Sie gar nicht, dass Sie sein Onkel Max sind? Du bist ein gewaltiger Smarsch. Ist doch nicht wahr. Ja, ich glaube, wir brechen dann wohl besser. Nein, nicht so hastig. Ein gewaltiger was? Ein gewaltiger Barsch. Ja, der Barsch ist nämlich sein... Nee. Sein Lieblingsfisch. Das ist ein dinomäßiges Kompliment für Sie. Kein Barsch. Smarsch. Ein feister, fetter, versmarschter Smarsch. Nun hat sie's bei mir ausgesmarscht. Es ist mir so furchtbar peinlich, Herr Ritchfield. Er hat das nämlich gestern Abend im Fernsehen gehört. Ich mache Ihnen mein Geschenke und das bekomme ich zum Dank dafür. Sie schleppen Ihr Kind hier rein, damit es mich zum Smarsch macht. Ich werde Ihnen so lange die Schuppen polieren, bis Sie Ihren gelben Helm für eine Butterblume halten. Danke, dass du hergekommen bist, Fren. Meine Überreste findest du morgen im Briefkasten. Ist doch noch nicht Schlafenszeit. Was wird das? Vielleicht können wir diese schmutzigen Wörter mit einem bisschen Seife aus deinem Mund wieder rauswaschen. Seife schmeckt mir nicht. Gut. Sind jetzt noch schmutzige Wörter drin? Smarsch? Ist wirklich klasse. Ich glaube, jetzt sind wir alle klüger geworden. Smarsch! Oh. Hallo, Schatz. Hast du irgendwas? Du, irgendeine Ulknudel hat dir ein Schild dran gehängt. Da steht drauf, tritt mich. Das war Herr Ritchfield und der Name Ulknudel ist heute ein Name zu viel für ihn. Gut, aber jetzt bist du doch zu Hause. Wieso nimmst du das Schild da nicht ab? Weil das Ding eine hässliche Wunde verdeckt. Ich muss Abendessen machen und Robbie hat Hausaufgaben. Kannst du dich um das Baby kümmern? Aber klar, mein Schatz. Kein Problem. Danke. So wurde das Wort Smarsch zum ersten Mal im Fernsehen ausgesprochen. Heute Abend werden wir dieses Wort in den Nachrichten benutzen. Smarsch. Ich finde, dass das Baby gerade jetzt nicht fernsehen sollte. Wenn er nicht fernsehen soll, was soll ich dann mit ihm machen? Ach, er ist dein Sohn. Spiel mit ihm. Klasse! Und wie lange denn? Etwa eine Stunde. Ich mach das Essen. Eine volle ganze Stunde? Papa! Was? Will spielen! Ist es wahr? Na, fein. Dino-Stark! Also, wir spielen, wo ist Papa? Wo ist Papa? Blödes Spiel. Find mich doch. Hab dich gefunden. Na, fein. Und was nun? Mach Faxen. Nochmal. Nochmal. Hab die Faxen dick vom Faxen machen. Mach was anderes. Nochmal. Na, warte, du Wurm. Nochmal. Nochmal. Oben bleiben, weiterdrehen, draufbleiben, weiterdrehen, weiterdrehen. Runterfallen. Feierabend. Was? Schluss, aus, Ende. Du guckst jetzt Fernsehen. Mama hat Nein gesagt. Ist mir völlig Wurst. Wurst. Gibt Übleres als Fernsehen. Das freundliche Häschen fällt heute aus. Stattdessen bringen wir jetzt unser ofenfrisches neues Programm, das mit festem Blick auf die Einschaltquoten schnell zusammengeschustert wurde. Hört sich aber gut an. Hier ist die Smarsch Show. Smarsch! Smarsch. Oh. Smarsch macht mich so froh. Wir spielen Smarsch. Smarsch. Aber nicht als Barsch. Smarsch, 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 Smarsch. Sneak Sinclair. Oh, wie. Ha,
Hab ich dir nicht vorhin gesagt, du sollst den Fernseher nicht anstellen? Smarsch! Oh. Stimmt. Aber woher sollte ich wissen, dass die sowas bringen? Man weiß nie genau, was die sich im Fernsehen einfallen lassen. So ist es. Und weil das so ist, wird dieser Kasten nicht angestellt, wenn der Kleine hier ist. Ach. Du könntest dir endlich mal was Sinnvolleres einfallen lassen als Fernsehen. Hallo? Habe ich das Fernsehen am Rohr? Ja, ich will mit jemandem über ihr mieses Programm reden, und zwar sofort. Und keine Sprüche, ich lasse mich nicht abwimmeln. Mit einem Nein können Sie jemanden wie mich nicht abspeisen. Ja, ich warte. Herr Flimmer? Hab eine Besprechung. Aber auf Leitung 2 ist einer mit einer Beschwerde. Was? Eine Beschwerde übers Fernsehen? Wirklich? Hier, Flimmer. Ich habe eine Beschwerde über eine von Ihren sogenannten Supershows. Ist doch nicht Ihr Ernst? Ihnen ist wohl nicht ganz wohl. Irrtum. Ihnen muss aber nicht ganz wohl sein, weil nämlich bloß jemand, dem nicht ganz wohl ist, darauf kommt, sich beim Sender zu beschweren. Halten Sie mich für einen Vollidioten? Erraten. Sagen Sie mal was Idiotisches. Ich finde, Sie dürfen keine Sendung bringen, in der man dauernd das Wort, Smarsch hört. Besonders dann nicht, wenn Kinder zusehen. Ach, verstehe. Sie sind bestimmt so ein üblicher Meckerverein, der immer nach dem sauberen Bildschirm schreit. Nein, ich bin kein Verein. Ich glaube nur, das, was Sie machen, ist falsch. Also, mein Herr, ich glaube, wir wissen wohl ein bisschen besser als Sie, was man auf die Matschscheibe bringen darf oder nicht. Und wir können nicht auf jeden Obergipskopf hören, der ein Telefon hat. Sie Papplino! Ich habe eine Beschwerdeauflage und die werden Sie sich gefälligst anhören. Das werde ich nicht. Oi, oi. Oh. Können wir endlich wieder Fernsehen? Können wir noch nicht. Nicht bevor die Typen mir zugehört haben. Nicht bevor die aufgeblasenen Schwachstrom-Dinos, die das Fernsehen beherrschen, das Programm bringen, was wir einfachen Fernsehnormalverbraucher auf unseren Mattscheiben sehen wollen. Immerhin leben die von unseren Gebühren, diese Typen. Was machen die denn da drüben, hä? Oh, Earl hat alle zu einem Nachbarschaftstreffen eingeladen. Es geht um sauberes Fernsehen. Willst du nicht auch kommen? Danke. Ich habe wirklich andere Sorgen. Mutter! Mir ist noch nichts eingefallen. Lies mir mal was vor, Oma. Smarsch. Anscheinend macht dir das wohl sehr viel Spaß, ja? Was? Smarsch? Smarsch macht Spaß? Smarsch? Smarsch? Ja, Smarsch macht Spaß. Kannst dir rufen, wenn du endlich fertig gelacht hast. Gestern Abend, das Fernsehen war aus, da habe ich zum allerersten Mal mit meinen Kindern volle 2 Stunden lang wieder mal gespielt. Ja, und ich durfte mich den ganzen Abend über mit meinen Kindern unterhalten. Ja, es war einfach ein Albtraum. Wie soll man das aushalten? Ja. Und bloß das Fernsehen ist schuld, klar? Ja, stimmt genau. Die haben die Erziehung unserer Kinder jetzt einfach uns aufgehalst. Sauriermäßige Schweinerei, besorgte Eltern lehnen das ab. Wie sollen wir uns denn wehren? Tja, wir werden eben das Fernsehen dazu zwingen müssen, alle Sendungen mit Ferkelwörtern aus dem Programm zu streichen. Ist eine klasse Idee. Damit haben Sie recht. Aber vielleicht sollten wir uns das einfach bloß nicht ansehen, was uns nicht passt. Und vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr darum kümmern, welche Fernsehsendungen unsere Kinder sich so ansehen. Naja, also ich weiß nicht. Franny, das hier ist eine Versammlung von Nachbarn. Jeder von uns darf seine eigene Meinung haben. Aber wenn du eine andere Meinung hast als wir, mach deine eigene Versammlung. Da hat er vollkommen recht. Das finde ich auch. Los, wir marschieren gemeinsam zum Sender und machen da mal kräftig dunkel. Die Zeit des Fernsehmülls ist für immer zu Ende. Ja. Wir sorgen für einen sauberen Dinosaurier-Bildschirm. Ja. Bleiben Sie dran für die neue Supershow, die so umstritten ist, dass ein Haufen Narren auf die Straße geht, um sie zu verhindern. Die Smarsch-Show. Na, Kinder, ist sie endlich raus? Haben Sie sie abgesetzt? Die Smarsch-Show, jetzt an 7 Abenden der Woche. Habt ihr fein hingekriegt. Stark. Danke, Herr Miesmacher. Wir haben erstmal ein bisschen Hefe in den sauren Fernsehteig gemischt. Wartet mal ab, denn die Hefe wird bald mächtig treiben. Nach der Smarsch Show präsentieren wir die Flirts Show und anschließend alles Schmacke. Wer will da schon durchsehen? Kann alles ein Zufall sein. Ihr habt die Fernsehmacher in die Enge getrieben, noch so ein paar Demos und die machen daraus eine Familienserie. Hahaha. Willst du auch deinen Senf dazugeben? Flirts mies. Schmacke mies. Da. Hört ihr? Er hat mich verstanden. Smarsch! Smarsch macht Spaß! Oh, ist doch nicht wahr. Ich geb's auf. Das Fernsehen kommt einem ja vor, als ob man Müllkübel ausschüttet. Dann schalt den Fernseher doch einfach aus. Denkst du, dass ich den Flimmerkasten zum Ausknipsen gekauft habe? Ich habe hart geackert, hab eine Familie und ich will, dass ich die alle vom Fernseher parken kann. Und dass sie da gute, nette, saubere Unterhaltung haben, mit der sie ihre Zeit rumbringen können. Sodass sie, wenn ich abends nach Hause komme, vor lauter Müdigkeit kaum noch Hallo sagen können. Ganz offensichtlich ist es den Leuten vom Fernsehen vollkommen schnurz, wie du dich fühlst. Na, dann klettere ich eben ganz nach oben rauf. Und weil meine Appelle an die
kulturelle Elite der Fernsehmacher erfolglos waren, appelliere ich jetzt an Sie, die höchste und ehrwürdigste Autorität im Land. Unternehmen Sie etwas. Holen Sie das Wort Smarsch aus unseren Wohnzimmern raus. Und schaffen Sie es wieder dorthin, wo es herkommt, in die Bars, zu den Sumpfdinos. Ja, da ist was dran. Sehr wahr. Das Wort muss weg. Aber unbedingt. Das Schmutzwort Smarsch ist ab sofort im Fernsehen verboten. Smarsch verboten. Ja, ja, vielen lieben Dank. Was ist mit Flurz und Schmacke? Na eben. Oh ja. Weg! Ja! Gut. Vielen lieben Dank. Sie haben damit bewiesen, dass das, was man Grundrechte der Bürger nennt, von einer sehr kleinen, aber lauten Minderheit geändert werden kann. Jederzeit, aber ja! Vielen Dank, danke sehr. Entschuldigen Sie bitte, weil wir gerade eben dabei sind, da gibt's noch so ein Wort, was mich immer stört. Und zwar jedes Mal, wenn im Fernsehen ein Kind sagt, Pa! Ich hasse das, weil meine Kinder es dann nämlich auch machen. Ich muss ihm recht geben. Ich hasse das eben. Das sollte auch verboten werden. Und zwar nicht nur im Fernsehen. Überall. Genau. Endlich. Bitte. Ich verabscheue das Wort Schmatz oder Schmätzchen. Und ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kinder dieses Wort hören oder dass sie es sagen. Eklig. Ab jetzt ist das Wort Schmatz aus dem Wortschatz gestrichen. Dann also leb wohl, Schmatz. Sehr gut, ja. Gut. Sehen Sie? Wie schnell ich fand das Schmätzchen eigentlich ganz niedlich. Wie wär's, wenn wir alle Wörter, die uns nicht passen, auf eine Verbotsliste setzen und sie dann verbieten? Warum denn bloß Wörter? Warum nicht auch Einfälle und Ideen haben? Hey, hey, Augenblickchen. Was? Gehen wir da nicht ein bisschen zu weit? Also, was wollen Sie? Wollen Sie lieber einen Staat, in dem jedermann immer und überall sagen darf, was er will und in dem Sie auf Ihre Kinder rund um die Uhr wachsam aufpassen müssen? Oder wäre es Ihnen lieber, die Regierung macht das und dafür würden Sie reichlich mehr Freizeit haben? Freizeit. Andere Wörter, die wie Smarsch klingen, sind ebenfalls verboten. Was ist das, ein Witz? Aber nein, nein, das hat schon seinen Sinn. Die Farbe Schwarz heißt ab sofort nur noch nicht Weiß. Hey, hey, warte doch mal einen Augenblick, Earl. Schwarz. Und Weiß heißt dann nicht Weiß-Weiß. Richtig, was, ja? Seht ihr, wie leicht das ist? Ja, ganz leicht. Die Musikart Marsch heißt von jetzt an Lauflied. Ach, wirklich? Und Karpfen machen einen zweifelhaften Eindruck. Weil man überhaupt nicht hören kann, was sie sagen, sollen sie besser das Maul halten. Sowas ist einfach lächerlich. Ja. Und unter 65. steht... Ab sofort ist es für alle verboten, sich zu beschweren oder über diese Liste zu diskutieren. Ich verstehe. Das reicht jetzt. Oma liest nicht mehr vor? Fein. Lese ich ihm selbst. Bam, bam, ham, ham, ramayamama. Kann das mal jemand übersetzen? Hier ist Brüll dazwischen. Eine offene, faire Diskussion ohne Tabus über die Fragen, die uns quälen. Unsere Gäste sind heute Pangeas gegensätzlichste Medienexperten. Diesmal geht es um ein besonders umstrittenes Thema. Es geht um Blumen? Also gut, Blumen. Fred! Ich mag sie. Gut, und nun hören wir mal den weiblichen Standpunkt. Millie! Wollen Sie wissen, wie ich wirklich darüber denke? Ja! Ich mag Blumen auch. Gut! Ja, vor allem mag ich, die Primel. Primel? Primel. 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 Haben die denn alle den Mut verloren, offen zu sagen, was sie wirklich denken? Ich lese hier, die rühren gerade eine ziemlich ungewöhnliche Soße auf dem neuen Rezeptekanal an. Bin da. Wer noch? Was hast du denn da an den Beinen? Das ist eine Hose. Ausgesprochen unbequem. Die Regierung sagt, die soll ab jetzt jeder tragen. Warum? Hab keine Ahnung. Oma! Ich zieh solch ein Ding aber nicht an. Oh, das musst du auch gar nicht. Das hier bekommst du. Das nennt man Strumpfhose. Das ist was richtig schön Unbequemes. Oma! Das geht aber nun wirklich zu weit. Aber es muss unbedingt sein, damit unsere Kinder keine Ferkelwörter mehr sagen. Ist von wegen der Moral. Oma! Was willst du denn? Lies mir mal was vor. Na, ich hab dir doch gesagt, ich lese dir nur was vor, wenn du das Wort nicht wieder sagst. Abgemacht. Was, einfach so? Stimmt, einfach so. Warum? Mag Oma mehr als das Wort. Siehst du, man muss nur nicht gleich so einen riesen Wind darum machen. Gib mir das Buch, Kleine. Und schon sind wir uns wieder einig. Also, Fluffy, die
Nun verstehe ich gar nichts mehr. Naja, Mutter hat wohl rausgefunden, dass man familiäre Probleme am besten zu Hause löst. Ist es wahr? Und du meinst, sie hat damit recht? Meinst du nicht auch? Ich gebe zu, ich finde, Oma hat recht. Ich glaube, es geht wirklich zu weit, wenn die Regierung mir was von meiner persönlichen Freiheit abschneidet. Nur damit unser Kind keine dreckigen Wörter sagt. Ja, ja. Anstatt die Erziehung der Kinder denen da oben zu überlassen, sollten wir uns lieber mal selbst um die Kinder kümmern und uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Aber das muss gar nicht mehr sein. Nun können wir ihn ruhig wieder vor den Fernseher setzen. Der ist jetzt ungefährlich. Aber was hat unser Sohn denn vom Fernsehen? Naja, jedenfalls ist es nicht langweilig. Aber es ist auch nicht langweilig für ihn, wenn sein Vater mit ihm spielt, hm? Fluffy ist dadurch viel schlauer geworden. Tja. Aber es ist wirklich eine Schwerarbeit, Vater zu sein. Vielleicht können das doch die da oben übernehmen. Die wollen dir diese Hose verpassen. Oi, oi. Na fein, Ethel. Gib mal das Buch her. Ja!